Nein, die Qualität ist einfach da noch besser als in meinen Kindern. Ich habe das Gefühl, dass es dass Kinderarbeit existiert in China, im Bereich Textilien zum Beispiel. Sie sind überarbeitet, sie müssen viel zu viel arbeiten für das, was sie verdienen. Da bin ich nicht einverstanden. Jetzt wollte ich es aber wissen. Der Alptraum mit diesem Modul hat mir einfach keine Ruhe gelassen. Darum treffe ich mich jetzt hier mit dem Bastian Bing. Er ist ein Photovoltaik-Spezialist und zusammen gehen wir so ein Modulwerk anschauen. Bastian, what are the main parts of a factory audit? You're basically going to see three things. Look at the quality processes. Secondly, we're going to look at the manufacturing processes. Thirdly, we will take samples for lab testing. Wir gehen jetzt in die Fabrik, wo wir auditieren. So, let's go. Kelvin is actually preparing for the factory audit. So we start today the factory audit, which will be divided in two parts. The actual checking of the quality systems and the manufacturing processes, which we check by looking in the factory step by step in the process and calculate the score. Zu einem Fabrikaudit gehört auch die Inspektion. Here we want to see, we want to double check the temperature. What's the temperature of southern temperature? 400 degrees. Temperature was 405. That is well within 400 plus or minus 10. So well within the range. Der Lötprozess ist ganz ein wichtiger Teil für die elektrischen Eigenschaften des Moduls. Was sie jetzt hier überprüft haben, ist, ob die Dame mit der korrekten Löttemperatur lötet, beziehungsweise ob das Gerät von ihr die richtige Temperatur anzeigt. Wichtig ist, dass es ungefähr 400 Grad sind, mit einer Toleranz von plus oder minus 10 Grad. Was sie gemessen haben, ist 405 Grad. Damit ist auch diese Station gut. An der nächsten Station, die wir sehen, entscheidet sich die Qualität. Wir in der Schweiz akzeptieren nur höchste Qualität. Bastian, how do you assure that only best quality module will pass this EL test? Here you can see the A plus standard. Here, A plus, and it says what kind of problems are allowed or not allowed. In the A plus, you see, not allowed, not allowed, not allowed, not allowed. So now we're going to check how she analyzes and how she ensures the Swiss standard can be implemented. Oh, Bastian, can you ask this lady, please, how old she is? Yes. She said she's 24 years old, 40 hours every week. In dieser Fabrik gibt es eine 40-Stunden-Woche und die Dame, die wir gerade haben, ist 24 Jahre alt. I'll see you, show you a very important machine, the laminator. They're doing what he's explaining is they measure every week 9 points machine. Okay. Hier an der Laminiermaschine werden die verschiedenen Schichten vom Solarmodul zusammen verleimt. Das ist eine Art wie ein Sandwich. Er prüft jetzt gerade, wie manchmal in der Woche die Gleichmäßigkeit dieser Schicht kalibriert wird. Der Maschinenführer hat die richtige Antwort gegeben, einmal pro Woche. Jetzt tun sie es auch noch mit seinen Arbeitsanweisungen abgleichen und die Informationen auf dem Computermonitor. 1, 1, 5, 1, 0, 1, 0, 3, 8, 1, 4, 0.
Ganz ein wichtiger Schritt in der Produktion ist die Transparenz und Rückverfolgbarkeit der Module. Darum muss jeder Schritt, jedes Bauteil, jede Qualitätsstufe muss in einem zentralen Computersystem registriert werden. Für den Fall, dass man einmal ein Problem hat, kann man es zurückverfolgen und den Schaden eingrenzen. Wir haben die Seriennummer in dem System gefunden. What's on the screen now? On screen you can see the different steps that the module takes through the production process. This system can block modules which do not finally meet the A+ step. Wir gehen jetzt ins Labor und schauen, was mit diesen 20 Mustern, die wir zufällig aus der Produktion ausgewählt haben, passiert. In diesem Labor werden Module über 20 Tests unterzogen. Der erste Test, den wir anschauen, das ist der Flash-Test. Mit dem Flash-Test messen wir den Wirkungsgrad des Moduls unter Normlicht- und Normtemperaturbedingungen geblitzt. Die Maschine kommt übrigens auch aus der Schweiz, von der Firma Pasan aus Neuchâtel. Test Nummer 2, mechanische Belastung. Für die Schweiz ist der Test sehr, sehr wichtig. Insbesondere, weil wir hohe Schneelasten haben in der Schweiz, haben wir hier besondere Anforderungen für das Swiss PV Label. Wir sehen jetzt, wie der Druck erhöht wird auf das Modul. Es biegt sich ein bisschen durch. Der Rahmen bleibt recht stabil, aber man sieht in der Mitte doch, wie sich es schön durchbiegt. Jetzt ist über 5000 Pascal Druck haben wir jetzt auf dem Modul und jetzt wird er wieder gelöst langsam. Einer der Tests für Module, die in der Schweiz verbaut werden, ist der Hagel-Test. Wir haben hier erhöhte Anforderungen in der Schweiz. In der Schweiz muss ein Modul 30 mm Hagelkörner verleiden, im Rest von Europa nur 25 mm. Das klingt nach einer kleinen Differenz. Aber von 25 auf 30 mm, das ist fast eine dreifache Kraft, die hier auf das Modul einwirkt. Den Test beobachten wir jetzt. Beobachten. Wir stehen jetzt vor der EL-Elektrolyseszenzmaschine. Das ist einer der allerwichtigsten Tests, die gemacht wird. Wir tun das Modul eine Art röntgen. Cells, you see microcracks. These are not real cracks, they are microcracks. What we look for in each module when we test is to avoid areas which will become black. Black spots generate less electricity because of higher resistance and they become hot spots because they generate heat instead of power. Today I can say that this factory has passed and I'm going to deliver documents to you, Patrick. Do you have any questions? Yeah. No, thank you very much. Mit dem Dokument gehe ich jetzt zu der Elektro-Swiss und hoffe, dass die Fabrik hier das begehrte Label Swiss PV Tested überkommt.